Ey, yo Leute, was geht? Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Naruto Shippuden Video. Und zwar geht es heute ein bisschen um die Geschichte von Naruto Shippuden. Und zwar habe ich mir so gedacht, was ist so das legendärste und interessanteste aus ganz Naruto? Und das ist ganz, ganz klar. Neben vielen anderen Sachen natürlich die Hokage. Und ich dachte mir so, okay, die Hokage sind sehr, sehr cool, aber man weiß eigentlich nicht so viel über die als normaler Casual-Fan. Deswegen dachte ich mir mal, mache ich so einen kleinen Breakdown von den Hokagen, fange jetzt mit Hashirama Senju an, was er kann, wie seine Geschichte war und so weiter und so fort. Und vorab noch zwei kleine Sachen, und zwar erstens, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ich das verbessern kann, also was ihr noch für Vorschläge habt, um das ganze Format besser zu machen, weil ich möchte jetzt jeden Hokage Woche für Woche durchgehen. Und ihr könnt gerne in die Beschreibung schauen, dort ist ein Twitch-Kanal verlinkt von mir, und zwar werde ich jetzt neben den Dragon Ball Super Preview Streams ab sofort auf Twitch ab und zu Gaming streamen, wie zum Beispiel Dragon Ball Dokkan Battle oder auch Naruto Ninja Blazing. Für die Leute, die es interessiert, aber ich werde da auch andere Spiele spielen, deswegen lasst auf jeden Fall ein Follow da, damit ihr nichts verpasst, ist auf jeden Fall kostenlos. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Stammbaum von Hashirama Senju, und zwar werde ich das Ganze mal ganz, ganz schnell durchgehen. Und zwar, wir wissen ja, dass Hashirama Senju ein quasi Nachfahre ist von Ashura Otsutsuki, der Sohn ist von Hagoromo Otsutsuki. Das ist ja diese ganze Legende um Naruto. Mit Naruto und Sasuke hatten wir ja auch diesen ganzen Plot und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Auf jeden Fall habe ich auch oben links noch Tenji hingepackt, und Tenji ist jemand, der in den Fillern vorkam, der angeblich mit Kaguya Kinder gezeugt haben soll. Aber das ist nur Filler, das ist nicht Manga oder in irgendeinem Databook, deswegen vergesst es an diesem Punkt nicht. So, Hashirama hatte wirklich drei Brüder, obwohl davon eigentlich nur einer wirklich wichtig ist und den man kennt, und zwar Tobirama Senju. Der Rest ist leider im Krieg gestorben, einer nach dem anderen. Als erstes Kawarama und dann Itama von den Uchihas, die waren ja im Krieg, also die Senjus waren mit den Uchihas im Krieg damals. Hashirama Senju heiratete später Mito Uzumaki, und das ist auch diejenige, die vor Kushina den Neunschwänzigen in sich trug nach dem Kampf gegen Madara. Butsuma Senju war der Vater von Hashirama, und er war ein sehr, sehr strenger Vater, ein wirklicher Mann des Krieges, muss man sagen. Und ja, die Mutter ist nicht bekannt, genauso wie unbekannt ist, was Hashirama für Söhne oder Töchter hatte. Man weiß nur, dass seine Nachfahrin oder seine Enkelin Tsunade ist, und Tsunade hat natürlich einen Bruder gehabt, nämlich Nawaki. Das ist alles, was wir wissen über den Stammbaum. Ein sehr, sehr kleiner, überschaubarer Stammbaum, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant an der Stelle. Kommen wir nun zu Hashiramas Geschichte. Hashiramas Geschichte beginnt, so wie viele Flashback-Geschichten von Naruto, im Krieg selbst. Er trifft Madara an einem abgelegenen Ort und verstand sich gleich mit ihm, obwohl sie sich so unterschiedlich waren. Und der Grund dafür ist natürlich das Band von Indra und Ashura. Das geht ja immer über die Generation weiter, und deswegen haben sie sofort gespürt, dass sie quasi zusammengehören wie Yin und Yang. Sie verrieten nicht ihre Namen, da es viel zu gefährlich war damals im Krieg, gerade weil sie auch von solchen großen Clänen kommen, wie halt den Senju und den Uchiha-Clan. Anfangs ließen sie nur Steine springen, und dann wurden es irgendwann Trainingskämpfe und schließlich Pläne über den Bau eines Ninja-Dorf, über die Zukunft der Shinobi. Hashirama war schon als Kind sehr über die Kriegsführung seines Vaters verärgert, da dieser Kinder wahllos sterben ließ. Deswegen kam auch das Ninja-Akademie-System von Hashirama zustande, weil er nicht mehr wollte, dass Kinder so früh sterben sollen. Er wollte unbedingt, dass sie das Erwachsenenalter erreichen können, ohne vorher zu sterben. Hashirama verlor auch seinen ersten Bruder, wie gesagt, früh im Flashback, und den anderen auch gleich danach gegen Uchiha. Also blieb ihm nur noch Tobirama übrig. Deswegen, dieses Band von Hashirama zu Tobirama ist extrem stark, genauso wie das Band von Madara zu Izuna, was ebenfalls sehr, sehr stark war damals. Die Familie war eben im Krieg alles. Deswegen konnte er auch mit Madara seinen Schmerz so gut teilen. Hashiramas Vater war sehr, sehr streng, aber es ging in der Zeit nicht anders, und es ging ihm sehr, sehr stark um die Ninja-Ehre. Das war wirklich alles für ihn, weil ihm klar war, über den Tod seiner Kinder zu trauern, macht keinen Sinn, weil einfach keine Zeit dafür geblieben ist. Deswegen hat er das damit gerechtfertigt, dass er stolz ist über den Tod seiner Kinder, weil sie als wahre Shinobi gestorben sind. Was eine sehr, sehr harte Weltanschauung ist, aber zu dem Zeitpunkt wirklich verständlich war, weil die Zeiten im Krieg halt sehr, sehr schlimm waren, und deswegen war es normal, dass Kinder da am laufenden Band gestorben sind. Hashirama hat das damals aber nicht verstanden und festigte deswegen seinen Traum, den Frieden weiter auszubauen oder überhaupt erst zu erschaffen. Er war schon eine sture Person damals, aber auch eine wirklich starke Person, was sehr, sehr wichtig war als, ich sag mal, Leader-Funktion. Als Hashirama und Madaras Väter von den Treffen von den beiden erfuhren, planten sie, den jeweils anderen Jungen für Informationen festzunehmen und dann anschließend, falls er was machen sollte, zu töten. Doch beide ahnten das und warnten sich gegenseitig mit den Steinen, denen sie auf den Bach springen ließen, mit den Aufschriften Lauf weg, Falle oder auch Hau ab. Nach diesem Vorfall trennten sich ihre Wege. Madara löschte dann Hashirama aus seinen Herzen, aber sagte damals bei diesem Treffen, wo die gekämpft haben, dass Hashirama stärker sei als er. Ob das wirklich so stimmt, ob das wirklich wahr ist, weiß man nicht, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Wir werden gleich nochmal auf die Stärke von Hashirama zu sprechen kommen, da wird es noch ein bisschen klarer werden, aber erstmal zum aktuellen Geschehen. Da die beiden Jungen sich getrennt haben, trafen sie sich nur noch auf dem Schlachtfeld wieder. Das Ganze ging so weit und so lange, dass sie bald zu den Anführer ihrer jeweiligen Kläne geworden sind. Dann kam es schließlich so, dass Izuna, der Bruder von Madara, durch die Hand des Bruders von Hashirama, Tobirama, gefallen ist. Madara verspürte daraufhin unglaublichen Zorn und Hass, doch später wollte er trotz dessen mit Hashirama Frieden schließen unter einer Bedingung, und zwar sollte ebenfalls
heißt, der Bruder von Hashirama, Tobirama, sterbe, doch Hashirama bot sein eigenes Leben an, um diesen Deal zu vollführen. Madara stoppte ihn daraufhin und sie lagen den Krieg nieder und verbündeten sich. So entstand das Dorf Konohagakure. Nachdem dies vonstatten ging, ahmten viele andere Dörfer dieses System nach und so entstanden viele Nationen. Doch Madaras Wut war immer noch da und so kam es dann nach einer Zeit des Friedens zum erneuten Showdown zwischen Madara und Hashirama, wofür Madara diesmal den Kyuubi kontrollierte. Schlussendlich tötete Hashirama seinen besten Freund Madara, doch er überlebte das Ganze, wovon Hashirama erstmal nicht mitbekommen hat. Und dieser Kampf fand damals im Tal des Endes statt, wo noch so mancher anderer Kampf stattfinden sollte. Der Kyuubi wurde in seine Frau Mito Senju versiegelt, die diesen dann später an Kushina weitergab, der Mutter von Naruto. Wie dann Hashirama nach dieser Zeit gestorben ist, ist unbekannt. Man kann aber sagen, dass er im Kampf gestorben ist und man kann auch sagen, dass er mehr oder weniger in einem Kampf gestorben ist. Wir wissen es nicht genau, aber man kann das auf jeden Fall annehmen. Gegen wen und wie er dann gestorben ist, das weiß man nicht. Und bevor wir auf die Kräfte zu sprechen kommen von Hashirama Senju, gibt es aber noch eine kurze Blitzrunde zu dem Wissenswerten, zu dem guten Herrn. Hashirama hat gegen Kakuzu gekämpft, der sein Herz haben wollte, doch Hashirama hat diesen Kampf gewonnen. Hashirama schaffte es, das Edo Tensei im 4. Shinobi-Krieg von Orochimaru aufzulösen, was der Erfinder und sein Bruder Tobirama nicht ganz geschafft hat. Die Yin-Natur ist im 4. Databook nicht bei Hashiramas Kräften aufgelistet. Die erste Edo Tensei-Beschwörung von Hashirama von Orochimaru gegen den 3. Okage war nicht auf der vollen Stärke, da Tobirama beim 2. Wiederholen erwähnt hat, dass Orochimaru das Jutsu nun perfekter gemacht hat. Also können wir daraus schließen, dass damals Hashirama nicht auf voller Kraft war, was natürlich Sinn macht, weil der 3. Okage sich nie im Leben gegen Hashirama und Tobirama hätte halten können. Also wissen wir, wie gesagt, dass Hashirama damals beim Angriff von Orochimaru schwächer war. Eine kleine Fan-Theory ist hier auch nochmal, dass man sagen könnte, dass der Grund, warum Hashirama nicht so stark gewesen ist, ist der gewesen, dass Orochimaru ihn kontrolliert hat und zwar fest kontrolliert hat. Bei Edo Tensei ist es ja so, dass man die Person steuern kann, also wie so eine Marionette, oder man lässt sie quasi freien Lauf, aber sie handelt in deinem Sinne. So macht es Kabuto damals auch beim Krieg, dass er manche gesteuert hat, aber die meisten einfach für sich kämpfen lassen hat, für sein Ziel. Und deswegen könnte man sagen, dass Hashirama eventuell damals ein bisschen schwächer war, weil Orochimaru nicht genau wusste, wie er genau mit Hashirama umgehen sollte. Er wusste nur grob, wie er so kämpft. Jetzt kommen wir zu den Kräften und yo, ohne Scheiß, Naruto und Sasuke sind OP, das ist klar, aber Hashirama ist für den Charakter, der nicht Hauptcharakter ist, unglaublich stark. Der ist sowas von heftig. Also Freunde, Hashirama war damals bekannt als der Gott der Ninja, das ist schon mal ein ordentlicher Titel und das kommt ihm auch zurecht. Er war viel, viel stärker als ihr denkt. Kommen wir zu seinem Kekkei-Genkei, das Holzversteck, auch bekannt als Mokton. Eine Mischung aus Doton und Suiton, also Erdversteck und Wasserversteck, durch Ninja in Naruto wie Yamato, Obito und auch Madara haben wir gesehen, wie mächtig das Holzversteck sein kann. Jedoch konnten all diese Ninja nicht ansatzweise das erreichen, was Hashirama mit dem Holzversteck erreichen konnte. Hashirama konnte einen gesamten Wald aus dem Holzversteck erschaffen. Er konnte gigantische Blumen erschaffen, die eine einschläfernde Wirkung haben. Er konnte Holzkrone fast sowie die Schattenübergänge erschaffen. Er konnte einen riesigen Holzgolem erschaffen, der einfach viel zu stark war. Und mit Hilfe seines Senjutsu, also Naturchakra, konnte er sogar gigantische Holzfiguren herstellen, die es mit Bijus aufnehmen konnten. Er schaffte sogar mit seinen Holzfiguren das Chakra von den Bijus zu unterdrücken und so konnte er die Bijus kontrollieren. Im Kampf gegen Madara tat er das gegen den Kyuubi, um ihn anschließend zu zähmen. Ob es mit den anderen auch so einfach ist, ist halt die Frage, aber auf jeden Fall mit dem Kyuubi und das ist halt der stärkste. Deswegen ist diese Fähigkeit von Hashirama an dem Punkt schon absolut OP und muss genervt werden. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar hat er noch das Senjutsu und das Senjutsu hat er ebenfalls perfektioniert, also den Eremiten-Modus. Dadurch werden Tai, Nin und Genjutsu stark geboostet. Er hat Zugang zu vielen Fähigkeiten und ihm gelang es, immer das nötige Naturchakra in Sekundenschnellen zu schmieden. Unglaublich OP. Ich glaube, ich muss da nicht weiter drauf eingehen, weil ihr wisst einfach von Naruto, wie stark das Senjutsu sein kann. Und Hashirama hat es einfach genauso gut drauf gehabt, wenn sogar ein paar Stellen ein bisschen besser. Wie dem auch sei, Hashirama hat die stärksten Genesungskräfte. Kein Ninja ist besser als er. Sein Körper ist derart von Lebenskraft durchströmt, dass wir eben im Laufe der Naruto-Geschichte sehen, dass viele Ninja sich an seinen Zellen bedienen, um so einen Teil seiner Kräfte zu bekommen, aber auch seine Heilfähigkeiten zu bekommen. Deswegen, wir sehen, Hashirama ist absolut unzählig. Und die stärkste Fähigkeit von ihm bleibt immer noch der legendäre Wille des Feuer, den er bis heute weiter vererbt hat. Und seine Ambitionen waren immer groß und diese festigten sich in die Herzen der Menschen. Er war der geborene Anführer, er war der Held der Nation und er war der Erbauer des Ninja-Systems. Durch Hashiramas Zellen überlebten Menschen wie Madara und Obito. Madara hat es ja nach der Schlacht mit Hashirama noch rausgeschafft und dann einen Hashirama-Klon erstellt, um sich selbst zu retten. Bei Obito hat er das gleiche getan und wir sehen auch, dass Hashiramas Zellen lange nach seinem Ableben Leuten wie Orochimaru und Danzo verholfen hat, zu mehr Macht zu kommen. Also sehen wir, dass Hashirama zwar so eine gutherzige und starke Persönlichkeit war, aber im Endeffekt hat er auch ziemlich viel schlimme Sachen indirekt ausgelöst, wie halt Madara
Obito, Orochimaru und Danzo. Aber Naruto ist natürlich eine sehr, sehr große Schicksalsgeschichte, deswegen ist es einfach normal, dass wir hier sehen, dass sowas passiert durch Hashirama, also indirekt. Aber wie dem auch sei, er war der Gott der Ninja, er war absolut OP und wurde nie wirklich genervt an der Stelle. Und ja, das wäre es gewesen von meinem Video zu Hashirama Senju, eine sehr, sehr krasse Persönlichkeit. Jetzt würde mich interessieren, was fandet ihr an dem Video gut, was kann ich noch verbessern und wie findet ihr Hashirama Senju allgemein? Ist er euer Favorite Character oder wie rankt ihr ihn ungefähr ein mit allen Naruto-Charakteren? Und habt ihr vielleicht Lust auf ein Video, wo ich Hashirama gegen irgendeinen Ninja stelle und sage, wer da vielleicht gewinnen könnte, ein Was-wäre-wenn-Kampf? Würde mich da sehr interessieren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ebenfalls über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo auf den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein!